Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lila. Okay, die Stoffe werden fertig. Irgendwie beginnt jede Folge so der Zeit. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Ich möchte direkt hier aber alles düngen. Ich weiß nicht, wie oft man hier das Zeug düngen kann oder sollte. Ich mache einfach mal, vielleicht einmal am Tag, einmal pro Wachstumsstadium, einmal pro Pflanze. Ich habe keinen Plan. Ich habe einfach irgendwie so die Illusion, dass so die Sachen hier besser werden und mache einfach mal. Okay, hier hinten können wir auch gleich noch düngen. Was mit diesem riesigen Beutelchen hier rumläuft. Voll süß. So. Okay, so viel dazu. Das haben wir jetzt. Können wir wieder das Grab von Eda besuchen. Eda! Da liegen noch die ganzen Rüben. Eda, ich werde mich gut um deine Felder kümmern. Ja, ich bin ja voll krass dabei hier. Ach, Eda. Eda, Eda, Eda. So, ich überlege gerade. Nee, hier oben suchen wir jetzt erstmal nichts. Wir gucken erstmal wieder zu den Tierchen. Das Allerwichtigste. Die Tierchen. Mon ami, mon ami. Ich könnte dir eigentlich auch mal, ja, ich sollte vielleicht eventuell ein bisschen, ja, mal alle wieder bürsten, nicht, dass die hier alle in Dreck untergehen und dann irgendwie schlecht gelaunt sind. Man weiß ja nicht. So, ich auch noch. Oh, goldene Milch. Das sieht gut aus. Oh. Sieht gut aus. Das sieht alles so golden aus. Seht ihr das? Goldene Produkte. Krasser Sheet. So, du hast folgende Trophäe erhalten. Alpaka-Scherer-Lehrling. Was? Alpaka-Scherer-Lehrling? Ich bin voll der gute Alpaka-Scherer-Meister. Keine Ahnung. So, ich habe jetzt hier fest vorgenommen, euch heute mal zu waschen. Nicht, dass ihr irgendwie hier stinkt und ich dann irgendwie das gesamte Dorf mit eurem Gestank verpeste. Keine Ahnung, ich laber wieder irgendwelchen Mist. So, hört schön sauber. Ich will nicht, dass sie krank werden oder so, ja. So. Ich fühle mich irgendwie erschöpft, aber nur irgendwie. So, ich glaube, ich habe bald oder langsam den Punkt erreicht, an dem meine Tiere super duper gute Produkte herstellen. Was eigentlich an und für sich auch gar nicht mal so schlecht ist. Also, ja. Ach so, ich habe die Hände voll. Ja, dann. Hier. Dich. Und dich. Oh. Hühnerfutter. Hui! Oh, goldene Eier. Sehr gut. Schwarze Eier. Nicht so gut. Ist schon merkwürdig, so schwarze Eier. Ich weiß nicht. So, okay. Alles cool bei euch. Macht weiter so. Bleibt so cool, wie ihr seid. Jo. Okay. Okay, dann haben wir eigentlich schon alle Pflichten jetzt soweit erledigt. Ach nein, die Ananas, genau. Die Ananas, ja. Nicht vergessen, der Plural von Ananas ist Ananesser. Schreibt das bitte so im Aufsatz hin. Eure Lehrer werden sich sehr freuen. Nein, ihr macht das bloß nicht. So. Soll ich eigentlich auch mal düngen? So, just for the lulz. Ananasse-Nässe düngen. So, mach mal einfach mal. Okay. Ich kann da mal wieder einen queren Blick auf den Kalender gleich werfen, um zu gucken, was es da so Schönes gibt. Wir schauen mal. Hallo Rager. Reggie Boy. Guten Morgen, Schatz. Lass uns heute beide unser Bestes geben. Aber anstreng dich nicht zu sehr. In Ordnung? Ja, ich bin gut drauf. Alles gut, Reggie Bagel. Heute ist nur das Seiden- und Tropenland da. Und morgen ist Nutztiermesse, das Hopsi-Festival. Hoppel doch zu uns mit deinen Lieblingskaninchen. Dann machen wir sowas von mit. Wir haben die coolsten Hopsis in the Hood. Jo, Aura und Sean, die machen das. Keine Ahnung, mal gucken. Heute werde ich nicht auf die Felder gehen, weil es ja eh regnet. Aber wir können dann mal zum Marktplatz riden. Ach, ich liebe Regentage. Da fühlt man sich so frei und. Da muss man nicht so viel machen, wisst ihr? So, Seidenlandstand. Hast du Eis für mich?
Das fände ich super toll. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas liefern können. Ein bisschen Wein. Was haben wir hier? Eier. Ich weiß nicht. Die ganzen Rohprodukte, aber die will ich eigentlich nicht abgeben, wenn ich ehrlich bin. Nee, da kommen wir nicht überein, meine Liebe. Aber wir kaufen lustige Items. Ein Eisstück. Bäm. Jetzt hab ich euch. Boah, ey, ich werde nicht viel Geld los. Das ist so schlimm. Ich bin eine richtige Geldausgabemaschine in diesem Spiel. So, okay. Und mal, kaufst du auch noch irgendwelche Kräuter oder sowas? Wartet mal, da gucke ich noch mal ganz kurz. Ja, Items kaufen, bitte. Schauen wir mal. Aubergine, Süßkartoffeln, Lotus, Chili, Tee, Reissalz, Gewürz, roter Stoff. Nee, nur die Stoffe hast du, oder? Seegras, Steinsalz, Pfeffer, Zimt, Aprikose, Eisen, Kristall. Nee, es ist doof. Okay. Aber die junge Dame vom Tropenlandstand wird doch bestimmt ein paar Kräuter für uns abbauen. So Aloe Vera, irgend sowas, ich weiß nicht. Bananenbaum, Aloe. Perfekt, aber das war's auch schon, ne? Schade, na gut. Ich könnte auch mal wieder ein paar Mohrrüben kaufen, damit wir auf Maseru ganz schnell hin und her reiten können. Das verleichtert alles. Stimmt's? Oh, lange nicht gesehen. Kann ich etwas für dich tun? Magst du mich, Margot? Margot, magst du mich? Magst du mich? Nein. Magst du mich? Fremde Person, die keinen Namen hat? Wir wollen Möhren kaufen. Wir wollen Möhren kaufen. Wir wollen Möhren kaufen. Hallo. Ach. So. Blaue Feder. Wollen wir nochmal heiraten? Das ist eine gute Frage, oder? Können wir jemanden nochmal einen Heiratsantrag machen? Das wäre doch unmoralisch, oder? 30 Karotten nehmen wir. Das ist eigentlich eine gute Frage, ob das funktioniert. Nochmal heiraten. Das war ganz schön fies und tricky, aber ein Versuch eigentlich wert. Oh, ich glaube, das würde niemandem gefallen, wenn ich das machen würde. Und was passiert mit den Kindern? Werden die mir dann weggenommen? Oder habe ich schon, wenn ich nochmal heirate, dann war ich schon nochmal geschwängert, dann habe ich 4 Kinder, weil ich dann wieder Zwillinge kriegen würde. Oh Gott, war alles voll mit Kindern. Der Wahnsinn. So, jetzt muss ich überlegen. Ja, komm, wir gehen wieder schlafen. Ja, machen wir heute einen Faulenzertag. Vielleicht regnet es morgen ja nochmal. Dann können wir morgen noch einen Faulenzertag machen. Nee, morgen ist halt hier das Hopsi-Festival, ne? Dann müssen wir ja voll auf der Höhe sein. Na, ihr beiden Nimmel? Soll ich ins Bett gehen? Ja. Heute ist Nutztiermesse. Zwischen 10 und 13 Uhr. Wir müssen uns beeilen. Ihr seht schon, Rhaegar ist schon voll krass im Abzappeln. Gut, zwischen 10 und 13 Uhr. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich weiß gar nicht, mit welchem meiner beiden Häschen ich antreten soll. Wir gucken einfach mal. Große Entspannung macht sich breit. So. So, jetzt auch die Ananässer. Oder so. Na, ewig. Das ist ja kriminell. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich habe nicht ewig Zeit. Nur noch 7 Ingame-Stunden. Eigentlich 6. Ich muss auch noch hinkommen. So. Boah, ich kriege jetzt wirklich schon mal goldene Eier. Yeah. Stimmt's, Aura? Yeah. Stimmt's? Ja. Werde den Tisch heute auch noch gewaschen. Extra lange gewaschen, damit ihr super toll und glänzend und sauber seid und so. Noch mehr waschen. Noch mehr waschen. Und du. So. Okay. Das müsste eigentlich soweit cool sein. Ich mache mal den Mist hier weg. Ja.
Witterungszeit. Da will ich euch mal nicht stören. So. Ja. Kein Mist? Okay. Ihr habt ihr Futter. Bedarf es irgendjemanden von euch Pflege? Nee, oder? Du musst noch Gemolken werden und du. Nicht weg! Nicht weglaufen! Mann, ich habe mich gerade im Hinterkopf gekratzt. Und dann rennt ihr einfach weg. So, okay. Dann lasst euch schon stören und macht weiter euer. Was auch immer ihr da tut. Yay! Gut. Soweit so gut. Wir haben es fast geschafft. Kratz, kratz, kratz. So, okay. Blablab, 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 blablab. Ich muss auch noch gucken, wegen Dünger. Könnte ich eigentlich auch welchen einkaufen? Oder ich denke mal, Ottmar wird auch Dünger verkaufen an uns. So, war da nicht irgendwie sowas? Ich glaube, ich könnte auch Dünger sogar selbst herstellen. Ja, da gucke ich gleich mal. Aber wir düngen jetzt trotzdem erstmal hier durch. Für die beste Qualität. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kann sein, dass pro einmal plus einmal Zucht nur die Qualität um einen halben Stern steigen kann. Also, wenn ich irgendein Gemüse dünge, kann es, glaube ich, nicht mehr als einen halben Stern mehr Qualität als der Samen haben oder so. Oder? Das war, glaube ich, schon zu krass. Ich weiß das alles nicht mehr. Ich glaube, ihr wisst auch gar nicht, was ich gerade meine, weil ich mich so doof ausdrücke. Ich meine, wenn ich... Ich habe jetzt hier zum Beispiel... Ich kann hier gucken. Ich habe hier zum Beispiel hier Zuckerrohr oder Süßkartoffeln mit einem Stern. Und ich meine, ich kann da jetzt hier nicht unendlich viel Dünger drauf klatschen und innerhalb von einer Wachstumsperiode von einer Pflanze dann gleich 5 Sterne haben. Ich muss ja... das so ein bisschen zischen, düngen und dann muss ich wieder ein Saat rausgewinnen und dann wieder so hoch zischen und düngen und dann wieder Saat rausgewinnen und halt eben pro Durchlauf, wie viele Sterne da maximal dazukommen können. Ich denke mal nur ein halber. Weil wenn ich halt nämlich für die Bekloppte dann dünge, das wäre zu imbar. Ja, na egal, schauen wir erstmal. Dünger, Unkraut und Zweige. Hauen wir mal raus, ne? Zahl du mal. Mach ich einen krassen Spezialdünger? Digga, machst du Spezialdünger oder was? Oh, 19. Oh mein Gott. Okay, das war's. Rosenverführung. Okay, das ist jetzt hier so. Schön, dass wir den Dünger, den Dung und die, das Parfüm im selben Gerät herstellen. Oh. Soll ich hier mal so Parfüm machen? Einfach mal. Wieso macht man Parfüm in der Düngermaschine? Story of Seasons. Was stimmt mit dir nicht? Warum? Oh Mann. So, okay. Haben wir das jetzt hier soweit abgeschlossen? Ich überlege schneller. Ja, hier könnte ich mal ein paar Endprodukte entnehmen. Herausnehmen. Achso, hier habe ich gar nichts hergestellt, okay. Herausnehmen. Jetzt kann ich hier aber was herstellen, oder? Der tiefblaue Kelch. Yay, einen. Wow, geil. Was? Kann ich schon 6 machen? Was ist denn los? Hä? Hab ich letztens hier schon alles entnommen? Natürlich. Hier stelle ich es ja her und hier brenne ich es oder hier male ich es an. Das ist ja... Okay, vergesst es. Ich bin doof. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Hier kann ich jetzt auch wieder Sachen herstellen. Natürlich. Ja, einen weißen Keramiktopf. Oder einen schwarzen Keramiktopf. Weil ich so lustig bin. Oder einen pinken. Ich habe keine Ahnung. Einen kupferroten... Because of reasons. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach. Und das war's. Was haben wir hier noch so? Gar nichts. Keramik. Kelch. Genau. Das will ich.
Keine Ahnung. So. Maximum erreicht. Gut. Jetzt kann ich hier Sachen auch anmalen. Oh, ich kann sogar Status überprüfen. Na gut, so viel ist jetzt hier nicht drin. Kann ich nichts herstellen? Hab ich hier nichts, was ich... What? Kann ich hier was machen? Hier kann ich viel machen. Was soll das? Wieso geht das? Egal, ich mach einfach. Ich kann hier auch wieder ganz viel Keramik verkaufen und noch mehr Geld machen. Damit ich wieder ganz viel Geld ausgeben kann. Das ist schlimm. Das reinste Konsumspiel hier. Oh Gott, Leute. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, alles nur das nicht. Boah. Es fühlt sich ganz schlimm an in meiner Nase. Oh Gott, es ist weg. Oh, oh Gott. Es fühlt sich aber immer noch schlimm an. Oh. Meine Nase will mich umbringen. Sie hat einen kleinen Dolch und sticht mir in die Augen. Stellt euch das bitte nicht bildlich vor. Ich rede nur Müll. Gut, ja. Das war's jetzt hier. Gut. Wie spät haben wir es? Ach, wir haben noch Zeit. Gut. Sehr gut. Kohlencreme, ja. Oh, Schürzen werden jetzt hier fertiggestellt. Da warten wir trotzdem noch ein bisschen. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas geht. Beim Käse könnte ich eigentlich gleich auch nochmal nachgucken. Oh, wartet mal. Mal anders hinsetzen auf meinem Knarzstuhl. Oh. Ja, neulich, da war ja hier vor einigen Tagen, Wochen, ne, vor über einer Woche, war so ein total toller Amazon Prime Special Angebotstag. Und da dachte ich mir, ja, kaufst du dir einen neuen PC-Stuhl für Aufnehmen und so. Dass du dann nicht mal so rumknarzt. Und da habe ich einen günstigen Stuhl gefunden. Dachte so, ja, bam, klingt doch geil. Stand da ja, hier geiler Gaming-Stuhl, bla bla bla. Für Bürobedarf kann am Tag 2 bis 3 Stunden benutzt werden. Und ich dachte so, what? Wir sitzen bitte 2 bis 3 Stunden am Tag auf einem Stuhl. Also ich sitze, weißt du, ich sitze da mehrere Stunden, keine Ahnung. Wenn ich frei habe, vielleicht sogar auch mal 10, 12 Stunden, ne? Wenn ich nichts vorhabe. Wieso konzipiert man den Stuhl so für die Arbeit, dass man da am Tag mal 2, 3 Stunden drauf sitzen kann? Und dann stand da Maximalgewicht für Stuhl 100 Kilo. Also wenn man mehr als 100 Kilo wiegt, darf man diesen Stuhl nicht benutzen. Und das soll ein super toller Gaming-Pro-Premium-Stuhl sein, ja. Ich meine, ich wiege jetzt nicht 100 Kilo, aber ich kenne viele, die über 100 Kilo wiegen, weil sie einfach groß sind oder fett und groß. Und was? Also das war sehr merkwürdig. Warum erzähle ich euch das gerade? Ich fand das einfach nur ein bisschen, ja, komisch. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, nicht für 100 Euro mir dieses super tolle Angebot zu leisten. Nö. Habe ich halt eben keinen super krassen High-Comfort-Gaming-PC-Stuhl, was weiß ich. Es gibt ja immer so krasses Gaming-Zeug, wo man dann hier so gesponsert wird, wenn man irgendwie E-Sportler ist und, oh Gott. Nee, so cool bin ich nicht. Ich habe meinen Stuhl auch schon seit Ewigkeiten. Der ist schon alt. So, okay. Ich denke mal, die Folge ist auch schon gut fortgeschritten. Ich habe euch jetzt hier mit irgendwelchen belanglosen... Oh, da war was. Mit belanglosen Themen zugelabert. Ich könnte noch ein bisschen Mayo machen, ne? Oh Gott, wie viele Eier ich habe. Das ist Wahnsinn. Seitenhuhn-Mayonnaise. Na, warum nicht, ne? Ich glaube, ich kaufe noch ein bisschen Öl dann bei den Händlern. Schon allein für die Mayo macht sich das gut, schätze ich. Oh Gott, okay. Gut, dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei euch fürs Zusehen. Fürs Zusehen. Ignoriert meine eben erwähnte Stuhldiskussion. Ich rede nur Müll. Und ja, ich sag dann mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play Story of Seasons. Bye.